So, Leute, ich bin wieder da. Ich mache jetzt nur noch einen Check-up. Ja, irgendwie war das Internet weg. Was ihr sagt, mach ohne mich weiter. Ich hatte beinahe gesagt, kein Problem. Bin immer noch auf der Suche nach diesem Eingang von diesem Laden. Hoch da. Hoch da. Hallo. Oh, Mond. Der Glotz, ob die irgendwas bei sich haben. Ah, der hat was. Das ist jetzt natürlich immer noch die Frage, wie komme ich da rein? Irgendwo irgendwas übersehen? Anderson. Moment. Ich habe. Da bin ich jetzt doch ein little bit ratlos. Ich hab ne Idee. Duftendsten Dockschwalbe von Skin. Oder was heißt, ich hatte ne Idee, aber. Die hat sich wohl gerade in Rauch aufgelöst. Also. Ja, was tun? Wir können höchstens noch mal unten gucken. Ups. Den echt auf den Keks gehen. Das Schlimme ist, nachher, die Lösung ist dann wieder so offensichtlich, wo man so denkt, so, boah,
Alter, warum bist du da doch nicht gleich gekommen? Na klar, geht's jetzt erstmal nur hier lang. Aber vielleicht mal übersehen. Ich meine, ich mache diese Aufträge gerne, keine Frage. Wir gucken noch mal bei Ziele. Ah, hier kommen wir zwar hinter, aber... Das Problem bleibt ja immer noch dasselbe, ich komme ja nicht darunter. Noch ein paar Mal durchhopfen. Wird dann irgendwann mal mächtig sauer. Oder ich habe kein Heal mehr, was allerdings nicht so wild ist. Meine verrecken lassen kann man sich ja immer noch. Also es gibt eine untere Etage und eine obere. Ich denke mal, soweit ist die Gaming-Welt mit mir schon mal einig. So. Dann ging die ganze Sache nach links. Also im Haus. Von dort aus nach links. Also hier lang. Also könnte die Kiste davon aussehen. Versuche es wert. Na los, komm, sterb mal eine Runde. Das ist mir jetzt zu subtil und ich jetzt noch die ganze Zeit so rumgeister wie ihr Störter. Weil klar, es gibt immer einen Weg, aber... schon relativ nervig. Achso, nee, halt, da lang muss ich ja.
So, los, hoch. Hier, zack, zack, zack. Hab nicht die ganze Dachzeit. Der aufgeben muss, weil er keinen Eingang findet. Ha! Damit geht eine Geschichte ein, ey. Boah. Das ist mir egal, ich mache jetzt Kapitel weiter. Sonst krabbeln wir hier noch ewig rum. Darauf habe ich ja nur noch weniger Lust. Der rennt in die Taverne. Ihr kennt mich ja zu gut, um zu wissen, damit ich dann eben halt nachher auf Zufall drauf stoßen werde. Ihr werdet meinen Preisen nicht widerstehen können. Passt doch. War mir ein Vergnügen. So, da wollen wir mal abrennen im Kapitel hier jetzt, Schnauze voll. Kapitel 5. Ah, kannst losgehen? Ich weiß wieder, warum ich Boote hasse. Ja, schwimmen hasse ich noch viel mehr, also steig ein. Nein, ich rudere. Du ruderst ungefähr so gut, wie ich tanze. Klar, etwas Bewegung wird dir gut tun. Ja, der letzte Satz, der ist am lustigsten. Weg den Irren auf der Straße hin zu den Irren auf der Insel. Also weg, nicht Weg. Und was hat Aaron jetzt mit Moira zu tun? Glaubst du an Geister? Hä? Geister. Also die Toten kommen zurück als Heimsuchung? Als Strafe? Du glaubst, Aaron sucht dich heim? Ich weiß nicht, vielleicht. Ich erinnere mich an ein Ritual. Irgendeine Explosion. Aaron starb. Das vergesse ich nie. Und alles andere ist weg. Ach komm schon, Garrett. Du hättest das Mädchen niemals in Gefahr gebracht. Das war sie doch mit Sicherheit selbst. Die Antwort ist hier irgendwo. Das spüre ich. Es ist seltsam ruhig geworden seit dem Aufstand hier.
Patienten konnten fliehen. Ein paar Boote kamen rein. Nichts kam heraus. Garrett, ich weiß nicht, was du da drin finden willst, aber sei vorsichtig. Werd nicht selbst ein Geist. Nein. Ich war schon immer ein Geist. Ist lange her, dass diese Insel einen guten Ruf hatte. Werde ich dich hier finden. So. Ein Haufen Klamotten, aber keine du. Ja. Betritt die Haieanstalt. Verdächtig ruhig. Gänsehaut-Feeling, yeah! Ich will nicht zu den Verrückten! Nein, da muss ich nicht rein! Es gibt ja noch Bekloppte auf dieser Welt, da muss ich nicht... Sieh an, was haben wir denn da? Okay. Ich werde offenbar erwartet. Ja, das war ja klar, ne? Und hier rauskommen ist nicht mehr, ne? Jawohl. Du solltest nicht hier sein. Suchst du die Heilanstalt halt oder nicht? Warum warst du hier? Also, spätestens jetzt. Falls Aaron hier war, sollte ich vielleicht zuerst in der Frauenabteilung suchen. F1, was zusammen Dokumenta. Kapitel 5. Kein Besucher heute, Patient empfing ihren Gönner. Keine Besucher heute. Naja. Naja, Taschengeld. Ja, ein paar Minuten mache ich jetzt noch gleich und dann mache ich erstmal eine Pause. Nicht, wenn mir das so wieder ist oder so, sondern eben halt, mein Frauchen kommt nachher. Da muss man halt erstmal.
Also Leute, für welche mit schwachen Herzen oder eben halt absolute Nerven, keine Nerven haben, Alter, die drehen ja durch hier. Fehlt jetzt bloß halt noch einer so kommt und dann so, wow! Du bist gerade so am Tisch, kontrolliert nur, kickst durch und damit immer zack, springt jeden aus dem Schrank an oder so. Ja, das wäre doch geil. Ach ja, und die Information lesen. Patienten eingeliefert. Patientenwunde eingeliefert. Eine junge Frau auf Anordnung des Staats. Und unter bewachten Zustand tolerabel bis schlecht, zahlreiche Schulden.